Boah, keine Ahnung. Also ich komme aus dem tiefsten Franken, aber ich kenne es nicht. Gori? Das ist Anfangsbuchstabe von Gorilla. Keine Ahnung. Ein seltsamer Mann. Da müssen Sie sagen, ein Gori, ein Depp. Weiß ich nicht. Nee, Gori weiß ich nicht. Es ist ein Mensch, der irgendwie so nicht so, wie soll ich es jetzt ausdrücken, vielleicht nicht so geradlinig ist, sondern ein bisschen vom Typ her, vom Charakter einfach ein bisschen anders. Gori ist eine spöttische Bezeichnung für einen komischen, seltsamen, schrulligen Mann und gilt als Kurzform von Gregor. Folgt man dem Bamberger Mundartwörterbuch von Wussmann, meint Gori einen gewitzten Kerl, den man als Gauner oder Schlawiner bezeichnen würde. Zum Beispiel, der Old Gori hat mir da übers Ohr gehaut. Also der alte Gori hat mich über das Ohr gehaut. Im Nürnberger und Fürther Wörterbuch sowie in der Datenbank des Fränkischen Wörterbuchs findet man Gori zudem in der Bedeutung als Liebhaber, wobei darunter oft auch ein älterer Mann verstanden wird, der sich für junge Frauen interessiert.